Hallo Gamerfreunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia 3. Ja, jetzt müssen wir schauen. Wir sind in New Bordeaux am heimischen Herd. Jetzt wird alles anders. Georgie und du, ihr werdet euch verkleidet in die Federal Reserve einschmuggeln und sie ausrauben. Ja, jetzt haben wir die Wachmänner schon mal K.O. gehauen. Jetzt werde ich die anderen beiden noch wegräumen. Und ja. Das Geld stiehlt sich nicht von allein. Dann gehen wir es mal an. So. Okay. Da steht Georgie. Ich schaue mich jetzt mal hier Rinke, hinter. komm her, Mann! Okay. Nee, warte, ich schaffe die erstmal weg. Mach schon, Mann, der Laden raubt sich nicht von alleine aus. Gut, dann Schon, haben wir Mann, die der Laden hingelegt. raubt sich nicht von alleine aus. Waffe wechseln. LB gedrückt halten, Waffe schnell wechseln, LB drücken, okay. Ah, okay. Aha, Präzision. Ja, wir machen erstmal die. Oh ja. Warte kurz. Georgie ist immer so ungeduldig. Rinke, komm her, Mann! Ja, bin ich schon da. So. Oh Ich yeah. hoffe, die Kombination, die wir von Skeletta haben, ist richtig. Leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Godzilla. Heilige, verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe mich erstmal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Oh-oh. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay, wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. Hey, wir geben jetzt nicht auf. Ah, extra Alarmanlage. Verteidige Georgie. Oh, hier. Oh. Ach so. Na Moment, dann nehme ich mal lieber die. Gott verdammt, das ist ein scheiß Überfall! Ich hole Hilfe! Ein scheiß Überfall! Kampf! Ich suche Bedeckung! Die kommt doch erst noch hierher, oder wie? Oh, der steht so blöde. Okay, der steht an den Gittern. Ich weiß genau, wie man mit diesem schwarzen Abschaum fährt. Schnappen wir uns die Schweine. Ich hau dich gleich kaputt hier. Bam! Ah, Munition, okay, cool. Gott verdammt! Du kannst die Zielunterstützung auf niedrig oder hoch einstellen oder sie ganz abschalten. Für die Einstellung der Zielunterstützung drücke drei Striche, navigiere zum Optionsmenü und wähle die Steuerung.
Ja, schauen wir erstmal. Verteidige Georgie. Triff dich wieder mit Georgie, okay? Ist es ein anderes oder? Eine Riot 550 und das hier? Eine Barker. Schaden 77. Okay, die Riot ist definitiv besser. Keine Zeugen. Gut. Oh, hier, den habe ich schön das Gesicht weggeschossen. Hier noch irgendwas? Pressmaschine. Okay, dann gehen wir zum Georgie. Oh shit! Die Waffen in der Waffenkammer. Boah, unsere einzige Möglichkeit hier rauszukommen. Spring du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Muss ich noch mal kurz überlegen oder mal testen, wie ich hier eigentlich. Ja, kann ich hier eigentlich die Deckung schnell. So, warte mal, wenn ich jetzt. Deckung umkreisen. Achso, da muss ich dann rennen, okay. So, warte, ich helfe dir. Aussieht, ey, das Blut. Schlösser knacken. Schritt 1, das Schloss freilegen. Drehe L bis es im grünen Bereich ist. Drücke dann X. Aha. Schritt 2, das Schloss knacken. Drücke X, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Okay. Nimm das Hartmann Maschinengewehr. Wow, wow, wow. Krass. Achso, die anderen sind noch zu. Okay. Handfeuerwaffe und eine große. Kapazität 100%. Ja, darum. Hm, okay. Und eine Blackburn. Präzision. Aber Schaden. Wie hast du Schaden? Okay. Die andere ist definitiv besser. Medizin. Okay, haben wir jetzt einmal mitgenommen. Mach sie mit dem Rauch fertig! Oh Gott. Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst! Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nam. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeige. Okay. Was glaubt der, was er da tut? Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hatte eine Planskizze geliefert.
Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Okay, sind wir jetzt in der Vergangenheit? Clay. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Nice ride. Ach, entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Ach, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Er wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Die Flasche ist gar nicht kaputt gegangen. Fahren wir nach Hause. Route. Route festlegen. Öffne die Karte mit 3 Striche und lege mit A den Zielort fest. Auftrag auswählen. Drücke auf der Karte X, um einzelne Kapitel anzusehen. Und scrolle dann mit L durch die verfügbaren Einsatzziele. Okay. Schauen wir mal kurz. Bayou Phantom, River Row. Wir sind jetzt in South Down. Detroit Hollow. Was ist das? New Bordeaux, am heimischen Herd. Ein wenig Action. Das Lebenshaus ist offenbar nicht ganz so ruhig, wie du erwartet hast. Fahre zu Sammys Bar. Dein alter Herr wartet auf dich in seiner Bar. Okay. Barclay Hills. Innenstadt. French Ward. Tickford Harbor. Point Verdun, Frisco Fields. Ah, ist schon ordentlich. Ja, das sind ja die Sünfe, sind das. Okay, dann wählen wir das Ziel aus. Und dann fahren wir hin. Okay. Vielleicht sollte ich hier nicht einfach so rumstehen. Handbremse, ja. Beschleunigen, Bremse rückwärts, klar. Check the yellow pages for the location nearest you. Meet Alice. Hello. Alice is a very smart. Okay, das sind die verschiedenen Ansichten. Okay, und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Los, geht rüber. Wow,
verhalten uns noch so lange an alles, bis es außer Kontrolle gerät. Ja, sorry. Oh! Boah. Polizeibeobachtung. Die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, dich verdächtig verhältst oder auch nur gegen Verkehrsregeln verstößt. Wohoho. Ich glaube, Verkehrsregeln trifft bei mir als erstes zu. Die Polizeibeobachtung wird durch eine blaue Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Okay. Oh shit. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für ihr Hund. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen... Ah, J. Edgar. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen... Ist doch rot, ich warte doch. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Schon klar. Hä, wie... Was ist denn jetzt hier los? Okay, dann fahr ich eben. Tschüss. Komisch. Aber ich merke gerade, dass ich... Wenn du erst gerade voll falsch... Jetzt dachte ich, wir schauen in diesem neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Bin ich jetzt schon vorbeigefahren hier? Sowas. Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich! Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen? Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Wart's ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Ist kein Polizist da, muss ich mal ein bisschen hier drüber fliegen. Trotzdem keinen Unfall bauen hier. Okay, da ist eine Polizeistreife blau. Aber die fährt weg. That's right.
I'm a talking burger. Was denn? Ich fahr doch bei grün. If you want me, you better come and get me. I know I'm big. I know I'm intimidating. I mean, look at the size of me. Two big, juicy all-beef patties and melted cheese piled high on a sesame seed bun. I'm the biggest burger you can buy at Hank's Burger Bar. I ain't for kids, okay? I ain't for girls. Ne, wir fahren zur Sammy's Bar, nicht zur Burger Bar. Hungry men. Men who know what they want and aren't afraid to grab onto it with both hands. If that's the kind of man you are, then I'm the burger for you. Get in your car and get over here. Buy me. Hold me. Bite me. Ja, so wie Knight Rider. Right now, get a Big Hank double cheeseburger, fries, and one of our famous malted milkshakes for only 75 cents. Hank's Burger Bar. Milkshake, 75 cents. Oh, spottbillig, ey, das ist unfassbar krass. Das ist schon eine Sensation. Meine Güte, was ist hier los? Grace, what's your secret? Secret? To staying so slim and attractive. I don't think you put on a pound since high school. Well, I have to keep Bob happy. Yes, but how do you do it? With this. Swift cold. Na, was ist das mit der Ampel los? Sie verschwindet hier. Was ist das? Es gab jetzt vor kurzem wieder ein Update zu Mafia 3, 2,6 GB. Statt auf sowas nehmen passieren. No more calories than a grapefruit. Yes, ma'am. And Swift's delicious taste is so satisfying, and the bubbles are so filling. So, ich muss mal hier überholen. Illegal. Might put on the pounds. That's your secret? Swift Cola? Here, have one. Everyone loves Swift Cola's sparkling, clean taste. Nothing refreshing. Yeah, baby. Whoa! Buy it by the bottle. So, jetzt sind wir da. Na, warte. Oh, hier. Oh, nice. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Rede mit Sammy. Na dann. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr... sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! D'accord. Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen.
kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, ne? Ja, ist nicht ohne. Ein wenig Action, geh ins Bett. Ja, Playboy. Ja, alter Playboy hier. Ja, ich meine, so ein Keller hat ja auch irgendwas, wenn es richtig cool ausgebaut ist. Hier ist natürlich eher rustikal, aber das hat schon was, also kann man schon viel machen. Schauen wir uns erstmal hier um. Nicht wahr? Na gut, dann gehen wir mal ins Bett. Sammy's. Albtraum gehabt, oder? Rede mit Sammy und Alice. Gut, hat sich jetzt hier was geändert, was wir entdecken können oder öffnen können? Spind bleibt zu. Fernseher rennen. Ah, safe, okay. Da ist die Treppe. Da ist die Treppe. Gut, Freunde. Und was uns nach den 8 Metern erwartet in der nächsten Szene? Das sehen wir im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.